So, ihr Lieben, damit einen wunderschönen guten Morgen. Und ja, hier sehen wir auch schon eine Startform. Schön Rennen, was am Wochenende war. Und ja, da gab es ja schon die ein oder andere Situation, wo ich dachte, oh je, 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 was ist denn gerade passiert? Und vor allem, ja, schöner Start. Bin rumgekommen. Rennhighlights haben schon am Anfang. Matze dürfte aus der Boxengasse ziehen und vor allem da raus. Ausrutscher, oh, da hinten war auch noch ein Rutscher gewesen. Ach, ja, für mich war das Rennen einfach ein richtig tolles Erlebnis. Nicht nur, dass so ein komischer Vogel, den man am Ende dann sieht, komisch war. Und ja, es wurde doch schon ein bisschen kurios, weil in den einen anderen Runden hatte ich sogar noch einen. Was ist das hier? Dürfte das gleich noch mit den Ferraris gewesen sein. Ich habe nämlich mich erschreckt. Links und rechts war nämlich einer mehr gewesen. Ich weiß, dass rechts in der Kurve einer mich überholen wollte. Ups. Und da passiert. Ja, ich habe halt ein bisschen meinen 16. Platz verteidigen wollen. Habe den meisten Verkehr schon ein bisschen aufgehalten. Ich war schon ein bisschen böse drauf gewesen. Naja, das heißt böse drauf, aber ja, ich wollte halt. Ja. So einen langweiligen Ästen, der da rumfährt. Ja, aber wie vorhin auch erwähnt, dass der liebe Matze mit dem BMW, er dürfte nämlich leider aus der Boxengasse starten, was natürlich ja, sehr schade war, warum auch immer. Und dann sieht es auch schon die im 8. eine Durchschnittsstrafe bekommen hat, genauso wie nach dem Start. Hatte. Also trotzdem hat er ganz schön aufgeholt, auch wenn ich dann schon ein bisschen blockiert habe. So, dann ging es natürlich weiter mit nach der ersten Runde. Nach Runde 8. Ui, sind auch wieder einer rausgeschoben. War eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Hier schön die zwei Doppel-Ferraris. Wer gewinnt gegen wen? Und der war rausgeschoben. Der wird auch ganz schön hart gefightet hier. Schöne Sache. Ja, und dann dieser schöne Porsche, den hatte ich auch am Ende des Rennens auch vor mir gehabt. Und dann habe ich gesagt, gut, ich konnte noch schön einholen, die Reifen waren auf Temperatur, aber ja, hat es doch leider nicht mehr funktioniert. Und dementsprechend war halt auch schafft das? Oh, schön, schönes Wochenende. Aber. Ach doch, also Porsche hat auch deutlich Vorteile gehabt. Oh, einmal geguckt, dreimal rausziehen und dann jawohl, und dahinter wartet noch ein Lamborghini. Also ich weiß nicht, wenn sich. Nee, ach, ein paar. Die Front müsste man ja eigentlich kennen, ne? Wenn man schon die ganzen Autos so kennt. Ja. Schön rausgezogen, angedeutet. Ich will hier noch mitkämpfen. Ihr zwei, haut euch zwei Weiße raus, kommt der Graue aus dem Haus, ne? So läuft der Motor, aber immerhin. Ja, da waren sehr viele Überrundungen gewesen, auch meiner Seite. Ich hatte in der 11 Runden von Schluss habe ich mich mit meinem Tank verschluckt. Also ich habe zwar meine Reifen und habe zwar getankt, aber es waren nur 5 Liter. 5 Liter hatten mir nicht gereicht, obwohl ich dachte, machst du einen Boxenstopp früher, kommst du wieder weiter vorne raus. Gut, Pustekuchen war es. Und dementsprechend, ja, was sind da schon? Ach, ja, also ein und andere gibt es ja schon eine schöne Überholungen. Gerade auch hier wieder. Aber auch hier wieder eine, von mir ein Fehler wegen der Überrundung. Ja. In einem anderen komme ich dann doch. In dieser Linksschikane hier bin ich einfach stehen geblieben. Habe gesagt, kommt sie vorbei, hätte auch weiterfahren können, aber naja, sowas war auch gerade nicht. Ja, der V12, wie gesagt, wir kennen, es ist schon ein Auto, das auf vielen Strecken, naja, gefahren werden kann. V8 natürlich besser, aber dementsprechend, ja, ist das schon ein bisschen merkwürdig. Aber wir haben auch an der Spitze eine schöne Abwechslung, ne? Ferrari in Aston. In Aston? Okay. Und ein BMW.
noch Asch. Ja, und aber ja, war eigentlich sehr schön. Hat auf jeden Fall auch richtig Spaß gemacht. Und ja, sieht man schon, Platz 21. Aber hier Anderson, also das Dreierperle da vorne. Und der Ferrari. Ja, da wissen wir, wo man Bus lang fährt. Also, die haben es richtig drauf, dafür kann man sich echt eine Scheibe abschneiden. Wie gesagt, auch schönen Fight hier sieht man immer, das ist schon ein Rio. Und vor allem der weiße Ersten. Ja. Ho, ho, ho. Aber naja, was soll man schon dazu sagen? Es geht um den Spaß und den Spaßfaktor soll natürlich auch dabei sein. Obwohl ich sehr viel versucht habe, aus dem Auto noch rauszuholen, aber selbst ging es leider nicht. Ja, viele Situationen, viele brenzliche Situationen, selbst wo ich da noch zwei Ferrari links und rechts hinter mir hatte, wie gesagt, da auch in der Stelle an den rechten Ferrari, ich weiß gar nicht, wen ich da hatte, weil ich habe den ersten eingezwickt zwischen zwei Weißen. Ja, das war schon so lustig gewesen. Aber immerhin. Ja. War auch ein echt geiler Abend, auch nicht nur, dass ich einen Co-Moderator im Hintergrund hatte, der sich mal kurz vorgestellt hatte, aber auch war es auch ein richtig schönes Rennergebnis, was man sagen könnte. Und ja, aber hier kann man auch wieder sehen, die Autos haben schon einiges einstecken müssen. Wollte einer in der Boxengasse fahren oder da passiert. Eieiei. Ja, also jedes Auto hat fast schon in kleinen Rambler kassiert. Ne? Also da wurde schon den einen oder anderen Schaden ausgeteilt. Und ja. Meiner Wenigkeit, wie gesagt, ich musste halt nochmal nachtanken, durfte zweimal an die Box fahren. Ja, yeah. Erfahrung ist reicher, aber ist mir schon zweimal passiert. Oh. Da wird hier aber hart gefightet hier. Mach mal Platz, lass mich durch, selbst wenn es eine Überholung ist. Eieiei. Kann man also schon nichts dazu sagen. Ja, am Ende war es natürlich auch noch eine Disqualifikation dabei, aber da war ja auch irgendwas mit überhöhter Boxenfahrgeschwindigkeit gewesen. Und ja, mit dem schönen Marvin an erster Stelle, im Ferrari, dann den Anderson und dann den Pedersen. Wieder Doppel-Ferrari, der da gewonnen hat. Also da kann man ganz klar sehen, was da abgeht. Und ja, Glückwunsch an die drei. Und hier auch die letzten Meter für den letzten Marvin. Hier, karierte Frage. Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Ferrari 1 und Ferrari 2. Ei, an der Stelle.